Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, worum geht's heute? Das ist die Frage. Um ehrlich zu sein, habe ich keinen Plan. Es gibt eine Sache, die ich gerne machen würde. Und zwar habe ich ein neues Logo. Das habt ihr mitbekommen. Und ich hatte ja den Merch-Shop, wo ich mit dem alten Logo mein Merchandise verkauft habe. Und das ist ein Teil von da. Und ja, das Ganze ist halt jetzt nicht mehr aktuell, da ich ein neues Logo habe. Und ich habe halt das Teil noch zu Hause und das würde ich jetzt einfach verlosen. Voraussetzung, um es zu gewinnen, ist, ihr müsst den Kanal abonniert haben, die Glocke aktiviert haben und von heute weg bis 7. Februar einen Kommentar unter ein Video von mir schreiben. Den Kommentar Generator, das ist so ein Programm, was zufällige Kommentare raussucht, werde ich dann den Gewinner ermitteln. Ja, wenn ihr Bock habt, schreibt einfach einen Kommentar drunter und ihr habt die Chance zu gewinnen. Was wichtig ist, dieser Pulli ist in L. Ich habe nur L momentan, denn eine andere Größe habe ich nicht mehr. Würde mich freuen, wenn einer von euch den gewinnen könnte. Ich hoffe, ich kann euch damit eine kleine Freude machen. Und nun würde ich sagen, sind wir an dem Punkt, wo ich nicht weiß, was ich jetzt in dem Video heute machen soll. Es gibt ein Thema, das ich eigentlich echt überlegt habe, ob ich es ansprechen soll. Ich überlege gerade so, ob es wirklich Sinn macht oder ob es einfach ein zu heikles Thema für meinen Kanal ist. Und zwar ist es einfach eine Sache, die mich ehrlich gesagt ein bisschen entsetzt, traurig macht und wo ich schon länger drüber nachdenke. Und zwar geht es darum, dass in Österreich halt eine rechte Regierung ist, also eine rechte, kann man jetzt nicht direkt sagen, man nennt das ja heutzutage recht liberal. Ich versuche mich jetzt auch politisch korrekt auszudrücken und zwar ist da die Situation, dass abgewiesene Flüchtlinge von Österreich auf eine Insel gesteckt werden sollen, wo sie in sogenannten Notlagern untergebracht werden. Und das Ganze ist für mich halt einfach, wenn man es geschichtlich betrachtet, keine gute Idee. Denn, ja, ihr alle wisst, Holocaust, Zweiter Weltkrieg, da gab es auch die Interventionslager, KZ Auschwitz und so weiter. Und das Ganze macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst, denn was damals abgegangen ist, sollte sich meiner Meinung nach nicht wiederholen. Ich blende euch mal so ein paar Bilder und Videoaufnahmen ein, damit ihr seht, was ich meine, was da so abgegangen ist. Das waren jetzt übrigens ein paar Originalaufnahmen, die bei der Befreiung eines Straflagers gemacht wurden von den alliierten Truppen. Ich glaube, es war Dürr, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher bei der Sache. Müsste ich nochmal nachschauen. Wenn es euch interessiert, schreibt es mir in die Kommentare. Ich schaue es nach und werde es euch in die Kommentare schreiben. Wie dem auch sei, natürlich möchte ich jetzt diese Abschiebungslager nicht gleich als KZ bezeichnen, denn man weiß nie, wie das Ganze dann wirklich abläuft. Aber ich möchte euch halt auch irgendwie darauf aufmerksam machen, dass sowas geplant ist. Österreich ist übrigens nicht das einzigste Land, ich glaube Schweden ist dabei, Polen, Ungarn und noch ein paar Länder, die was den Plan aktiv verfolgen. Und ja, ich sag mal so, es ist wirklich traurig, dass so mit Leuten, die wirklich vor einem Krieg fliehen, umgegangen wird. Natürlich sage ich jetzt auch, und das muss ich sagen, sind nicht alle Flüchtlinge gut. Ich meine, ich habe nur positive Erfahrungen, aber es gibt halt, wie auch bei uns Österreicher, einen gewissen Prozentsatz, die einfach kriminell sind, Scheiße bauen.
Aber das ist ganz normal, meiner Meinung nach. Und das gibt es bei Österreichern, das gibt es bei Deutschen, das gibt es bei Griechen, das gibt es einfach überall. Und das ist einfach so ein Punkt, der was mich die letzte Zeit sehr beschäftigt hat. Und ja, ich hoffe, ihr habt da auch eure Meinung dazu. Würde mich sehr freuen, wenn ihr es in die Kommentare schreibt. Das war's für das heutige Video. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben hier lassen, abonnieren, Glocke aktivieren. Hiermit bin ich raus. Ciao.